Und herzlich willkommen bei Wir probieren. Ach so, hier sind wir. Ach so, hier sind wir. Nein, läuft. Wir befinden uns nämlich wieder im Monstermann. Sick shit. Ja, genau. Es gibt ein, zwei neue, habe ich gehört. Ein, zwei, tausend. So, und wir haben Monster Rehab Pink Lemonade, beziehungsweise T plus Pink Lemonade plus Energy Non-Carbonated. Ja. Schwul. Das sieht sowas von spuchtelig aus. Da kann kein normaler Mann mit rumlaufen. Na gut, das habe ich erwähnt, dass ich wieder Fanta Pink will. So. Ganz dezent am Rande. Ja. Ja, keine Ahnung, ob die auch mal in Deutschland rauskommen wird. Ist mir aber auch, glaube ich, egal. Wurscht. Sowas von egal. Stand da wirklich Tee drauf? Ja. Tee. Riecht nach Pink Grapefruit. So im Ansatz. Ich sag Pomelo. Ist ja mit der Pink Grapefruit stark verwandt. Ja. Also Tee merke ich nicht und Energy auch noch nicht wirklich, außer süß. Ja. Also es riecht bisher, würde ich sagen, ähnlich wie Paloma. Oder Paloma, diese Pink Grapefruit Limonade? Geht in die Richtung, ja. Ja, doch. Das kenne ich irgendwo, ja. Woher kenne ich das? Also vorneweg würde ich jetzt mal behaupten, es schmeckt nur ganz minimal anders wie der gelbe. Oder? Ja. Er ist nicht so ganz Teelastig. Also ich finde, er ist schon irgendwo süßlicher. Er geht schon so in die Richtung Limonade, Richtung eher so also Paloma süß, ähnlich. Limonade, bisschen pink. Aber jetzt weißt du, woran mich das erinnert? Nein. So wie wenn Arizona versucht hätte, ein Pink Grapefruit Getränk zu machen. Von der Süße her. Ja, ja, lass mal. Achtung. Brutal, finde ich. Weil ich habe vor wenigen Tagen jetzt nämlich auch die Mandel gehabt. Also, man merkt zwar wieder ganz klar, dass mit Süßstoffen gearbeitet wurde. Aber nichtsdestotrotz, es hat eine angenehme Süße eigentlich. Es ist nicht zu süß. Mal abgesehen davon, dass Süßstoff halt anders schmeckt, aber die Süße an sich ist angenehm, von der Stärke. Mir fehlt ein bisschen das Bittere von Pink Grapefruit. Ja, aber dann geht's, also es geht süßlich und dann wird's so, geht's ins Säuerliche über, was ich auch ganz angenehm finde. Aber du hast recht, für Pink Grapefruit fehlt eigentlich noch so ein leicht bitterer Abgang und auch für den Tee fehlt ein bitterer Abgang. Der das Ganze dann erfrischend machen würde. Also das finde ich, was es dann von Arizona wieder unterscheidet, weil in Arizona schmeckt wenigstens im Ansatz ein bisschen nach Tee. Ja. Das Null, wie immer. Genau, und Arizona ist ultra erfrischend. Ja. Also ich kann mir da Ding macht Durst. Die Pint-Dose da, ja, zum Beispiel voll vom Green Tea plus Honey. Problemlos. Weg. Zack, weg. Und man hat danach echt keinen Durst mehr. Das Ding macht so Durst. Ja. Verteile ich da noch mehr, trinke ich wieder Durst. Was für heute vielleicht auch nicht verkehrt ist, aber. ja, aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine der besseren Rehabs. Weil ja, das mehr, definitiv. Wenn ich an diesen komischen gelben. Nee, nicht der und gelbe. Vor allem auch der blaue. Der blaue, ja gut, das war ja der Protein. Puh. Aber der war nicht gut und der Orangeade war auch nicht so super und der rote war, konntest du ja auch im Prinzip alles wegschütten. Der grüne war eigentlich das Schlimme, also der US-Grüne. Der US-Grüne. US-Grün. Ja, ja, also nee. Davon ist der dann doch schon eher besser. Aber, ja. Also wenn ich in einen Laden gehe, der nur Monster verkauft, dann würde ich den nehmen. Ansonsten irgendwas anderes. Pro-Tipp des Tages. Some say. Ja, nee, also. Die Monster-Hater haben wieder zugeschlagen. Genau. Und werden noch weiter zuschlagen. Ja, wir haben ja noch ein paar Tage im Monster-Month. Da geht noch was. Da geht noch was. Also, bis zur nächsten Folge. Wegschütten. So, wegschütten. Das bitte in den Abspann. Ja, ich muss die.